Die Nachfolge Christi, zweites Buch, Wege zum inneren Leben, Kapitel 1, der innere Wandel. Das Reich Gottes ist in euch, spricht der Herr. Kehre dich aus ganzem Herzen zum Herrn. Lass diese elende Welt und deine Seele wird zur Ruhe kommen. Lerne, was äußerlich ist, verschmähen und gib dich deinem Inneren hin. Und du wirst sehen, dass das Reich Gottes in dich einzieht. Denn das Gottesreich ist Friede und Freude im Heiligen Geiste. Ein Geschenk, das den Gottlosen nicht gegeben wird. Christus wird zu dir kommen und dir zeigen, was es um seine Tröstung ist, wenn du ihm nur eine würdige Wohnung in dir bereitest. Seine ganze Größe und Helligkeit strahlt aus dem Innern. Dort gefällt es ihm. Bei einem innerlichen Menschen kehrt er häufig ein. Lieb, angenehm und tröstlich weiß er dann zu plaudern in einer von tiefen Frieden getragenen, staunenswürdigen Vertraulichkeit. Wohlan, du getreue Seele, bereite diesem Bräutigam dein Herz, damit er sich herablasse, zu dir zu kommen und in dir zu wohnen. Denn er spricht, wenn einer mich liebt, wird er mein Wort halten, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Schaffe also Platz für Christus und allem anderen wäre den Eintritt. Ist Christus dein Eigen, dann bist du reich und hast genug. Er wird für dich sorgen und in allen Dingen dein treuer Sachwalter sein, so dass du nicht nötig hast, auf Menschen deine Hoffnung zu setzen. Menschen sind wankelmütig und siechen auch schnell dahin. Christus aber bleibt in Ewigkeit und steht dir bis zum Ende unerschütterlich zur Seite. Auf einen gebrechlichen und sterblichen Menschen aber setze kein großes Vertrauen. Mag dir auch lieb und nützlich sein. Sei auch nicht gleich so traurig, wenn er zuweilen gegen dich ist und dir widerspricht. Die heute zu dir stehen, können morgen schon gegen dich sein. Die Menschen schlagen oft um wie der Wind. Setz dein ganzes Vertrauen auf Gott. Er sei deine Furcht und deine Liebe. Er wird deine Sache führen und alles recht machen, wie es am besten ist. Du hast hier keine bleibende Stätte. Wo immer du dich aufhältst, bist du ein Fremdling und Pilger. Nirgends winkt dir die Ruhe außer in der innigen Vereinigung mit Christus. Was schaust du dich hier um? Hier ist nicht der Ort deiner Ruhe. Deine Wohnung muss im Himmel sein, und nur wie im Vorübergehen sollst du all das Irdische betrachten. Alle Dinge vergehen,
auch du mit ihnen. Siehe zu, dass du nicht darin hängen bleibst, sonst wirst du gefangen und gehst zugrunde. Beim Allerhöchsten sei dein Denken und dein Bitten und Flehen steige immerfort zu Christus empor. Wenn es dir nicht gegeben ist, hohe und himmlische Dinge zu betrachten, dann ruhe aus im Leiden Christi und verweile gern in seinen heiligen Wunden. Nimmst du nämlich andächtig deine Zuflucht zu den Wunden und kostbaren Malen Jesu, so wirst du in deiner Not eine erhebliche Stärkung erfahren, dich nicht viel um die Verachtung seitens der Menschen kümmern und verleumderische Reden leicht hinnehmen. Auch Christus wurde in seinen Erdentagen von den Menschen gering geschätzt und in seiner äußersten Not von seinen Jüngern und Freunden schmählich in Stich gelassen. Christus wollte leiden und geschmäht werden, und du wagst es, dich über etwas zu beklagen. Christus hatte Gegner und Widersacher, und du willst jeden zum Freund und Wohltäter haben. Wie soll denn deine Geduld gekrönt werden, wenn dir nichts Widriges begegnet? Wie willst du ein Freund Christi sein, wenn du nichts Unangenehmes ertragen willst? Dulde mit Christus und für Christus, wenn du mit Christus herrschen willst. Wärest du einmal tief in das Innere Jesu eingedrungen und hättest du nur ein wenig von der Glut seiner Liebe gespürt, du würdest dich um den eigenen Vorteil oder Nachteil nicht kümmern, sondern dich eher eine etwa erlittenen Schmach freuen. Denn die Liebe zu Jesus führt den Menschen dazu, sich selbst zu verachten. Wer Jesus und die Wahrheit liebt, wer wirklich innerlich ist und frei von ungeordneten Neigungen, kann sich frei zu Gott kehren, sich im Geiste über sich selbst erheben und die Ruhe genießen. Wer alles so sieht, wie es ist, nicht wie man es nennt oder schätzt, der ist wahrhaft weise und hat sein Wissen mehr von Gott als von den Menschen. Wer es versteht, innerlich zu wandeln und auf äußere Dinge wenig Gewicht legt, der sucht nicht lange nach Orten und Zeiten, um frommen Übungen abzulegen. Der innere Mensch sammelt sich schnell. Er verliert sich niemals ganz an die Außenwelt. Keine äußere Arbeit steht ihm im Wege. Keine für den Augenblick notwendige Arbeit, sondern wie die Dinge kommen, so passt er sich ihnen an. Ist eine innerlich in guter Verfassung, so kümmert ihn das wunderliche und verkehrte Gehabe der Menschen nicht. Nur insoweit wird der Mensch behindert und abgelenkt, wie er die Dinge an sich zieht. Stände es gut mit dir und wärst du lauter genug, so würde dir alles zum Guten und zum Fortschritt dienen. Deshalb ärgert und verwirrt dich so vieles, weil du dir selbst noch nicht vollkommen abgestorben, noch nicht von allem Irdischen losgeschält bist. Nichts befleckt und umgarnt
das Menschenherz so sehr wie die unlautere Liebe zu den Geschöpfen. Verschmähe den äußeren Trost und du kannst Himmlisches betrachten und häufig in deinem Inneren frohlocken. Kapitel 2: Sich in Demut unterordnen. Leg kein großes Gewicht darauf, wer für oder gegen dich ist, sondern sorge einzig und allein dafür, dass Gott bei allem, was du tust, mit dir sei. Bewahre dir ein gutes Gewissen und Gott wird dich getreu beschirmen. Wem Gott helfen will, dem wird keines Menschen Bosheit schaden können. Wenn du zu schweigen und zu dulden verstehst, wirst du ohne Zweifel die Hilfe des Herrn gewahr werden. Erkenne Zeit und Weise, dich zu retten, und deshalb musst du dich ihm ganz überlassen. Gottes Sache ist es, dich zu retten und aus aller Not zu befreien. Oft ist es zur Vertiefung und Erhaltung unserer Demut sehr nützlich, dass andere unsere Fehler kennen und rügen. Wenn sich der Mensch wegen seiner Fehler demütigt, besänftigt er leicht die anderen und beruhigt die ihm zürnen. Den Demütigen beschützt und befreit Gott, den Demütigen hat er lieb und tröstet er. Zum Demütigen neigt er sich herab, dem Demütigen gibt er viele Gnaden. Er hebt ihn aus seiner Erniedrigung zu Herrlichkeit. Dem Demütigen offenbart er seine Geheimnisse und zieht ihn sanft und freundlich an sich. Der Demütige ist auch in der Anfechtung friedvoll und wohlgeborgen. Sein Halt ist Gott und nicht die Welt. Glaube nicht, dass du etwas fortgeschritten bist, wenn du dich nicht für geringer hältst als alle. Kapitel 3: Der gütige, friedensbereite Mensch. Zuerst halte dich selbst im Frieden, dann kannst du auch andere zum Frieden führen. Ein friedfertiger Mensch stiftet mehr Nutzen als ein Gelehrter. Der leidenschaftliche Mensch kehrt selbst das Gute ins Böse. Er glaubt das Böse leicht.
Der gute, friedliebende Mensch wendet alles zum Guten. Wer in vollem Frieden lebt, denkt von keinem Arges. Der Unzufriedene hingegen und der Erregte wird bald von diesem, bald von jenem Verdacht gequält. Er hat selbst keine Ruhe und gönnt sie auch anderen nicht. Er sagt oft, was er nicht sagen darf und versäumt seine eigene Pflicht. Was andere zu tun verpflichtet sind, darüber macht er sich Gedanken, seine eigene Pflicht aber vernachlässigt er. Ereifere dich also zunächst über dich selbst, und dann machst du dich auch um deine Nächsten Sorgen. Du verstehst es meisterhaft, dein Tun zu entschuldigen und zu beschönigen. Andere Leute Entschuldigung aber willst du nicht annehmen. Richtiger wäre es, du klagtest dich selbst an und entschuldigtest deinen Bruder. Willst du ertragen sein, so ertrage auch andere. Siehe nur, wie weit du noch von jener wahren Liebe und Demut entfernt bist, die keinem zürnt und grollt als nur sich selbst. Es ist nichts Großes, mit guten, ruhigen Charakteren umzugehen, denn das ist uns allen von Natur angenehm. Ein jeder hat eben gern Frieden und bevorzugt die Gleichgesinnten. Mit schroffen Naturen aber, mit verkehrten, ungezügelten, von Widerspruchgeist erfüllten Menschen friedlich leben können, das ist eine große Gnade und eine höchst lobenswerte, mannhafte Tat. Es gibt Menschen, die sich selbst im Frieden halten und auch mit anderen im Frieden leben. Es gibt aber auch Menschen, die selbst keinen Frieden haben und auch andere nicht in Frieden lassen. Sie fallen anderen zur Last, sich selbst aber am meisten. Andere wiederum erhalten sich in Frieden und bemühen sich, andere zum Frieden zurückzuführen. Doch alle Friede, der uns in diesem armen Leben beschieden ist, gründet mehr im demütigen Ertragen als im Nicht-Empfinden der Widerwärtigkeiten. Wer am besten zu leiden versteht, wird den tieferen Frieden besitzen. Der ist der Sieger über sich selbst und der Herr der Welt, der Freund Christi und der Erbe des Himmels. Kapitel 4. Lauterer Sinn und einfältige Absicht. Zwei Flügel tragen den Menschen über das Irdische hinauf: Einfalt und Lauterkeit. Einfalt soll unseren Willen erfüllen.
Lauterkeit unser Empfinden. Die Einfalt will nur Gott. Die Lauterkeit ergreift und verkostet ihn. Kein gutes Werk wird dir schwer fallen, wenn du innerlich frei bist von ungeordneter Neigung. Suchst du nichts anderes als Gottes Wohlgefallen und des nächsten Nutzen, wirst du innere Freiheit genießen. Wäre dein Herz in Ordnung, dann würde jedes Geschöpf ein Spiegel des Lebens und ein Buch heiliger Lehre für dich sein. Kein Geschöpf ist so klein und nichtig, dass es die Güte Gottes nicht spiegelte. Wärest du innerlich gut und rein, du würdest alles ohne Schwierigkeiten sehen und gut begreifen. Ein reines Herz durchdringt Himmel und Hölle. Wie einer innerlich ist, so beurteilt er seine Umgebung. Gibt es eine Freude in der Welt, dann genießt sie der Mensch des lauteren Herzens. Und wenn es irgendwo Trübsal und Angst gibt, so weiß ein schlechtes Gewissen am besten davon zu erzählen. Wie das Eisen im Feuer den Rost verliert und ganz glühend wird, so verliert der Mensch, der sich restlos zu Gott wendet, seine Lauheit. Er wird in einen neuen Menschen verwandelt. Wenn der Mensch anfängt, lau zu werden, dann fürchtet er auch die geringe Mühe und nimmt gern den äußeren Trost entgegen. Beginnt er aber, sich selbst ängstlich zu überwinden und mannhaft den Weg Gottes zu wandeln, dann hält er für gering, was ihn früher schwer dünkte. Kapitel 5 Achten auf sich selbst. Wir dürfen uns selbst nicht viel trauen, da es uns oft an der Gnade gebricht und an der rechten Einsicht. Nur ein mattes Licht brennt in uns, und dieses winzige Licht bringen wir noch durch unsere Nachlässigkeit schnell zum Erlöschen. Oft nehmen wir es gar nicht einmal wahr, dass wir innerlich so blind sind. Oft handeln wir schlecht und, was noch schlimmer, wir entschuldigen uns. Zuweilen treibt uns die Leidenschaft und wir halten es für Eifer. Wir tadeln geringe Fehler an anderen und über unsere größeren Fehler gehen wir hinweg. Sehr schnell empfinden wir, was andere uns zu ertragen geben, und legen es auf die Waage. Was aber
andere von uns hinzunehmen haben, das beachten wir nicht. Wer sein eigenes Verhalten recht und gut abwägt, hat keine Ursache, über andere hart zu urteilen. Der innerliche Mensch stellt Sorge um sich selbst allen anderen Sorgen vor. Wer sorgsam auf sich selbst achtet, schweigt gern von anderen. Niemals wirst du innerlich und fromm sein, wenn du nicht über die anderen schweigst und ein besonderes Augenmerk auf dich selbst richtest. Siehst du nur auf dich und auf Gott, wird dich die Außenwelt wenig bewegen. Wo bist du, wenn du nicht bei dir selbst bist? Und bist du überall gewesen? Was hast du bei Vernachlässigung deines Selbst gewonnen? Sollst du Frieden und wahre Eintracht haben, musst du alles hintan setzen und dich allein vor Augen haben. Du wirst sehr gut voranschreiten, wenn du dich von alle zeitlichen Sorgen trennst. Und viel wirst du verlieren, wenn du den Erdendingen zu viel Wert beilegst. Nichts sei dir groß, nichts erhaben, nichts angenehm und willkommen als Gott allein und was von Gott kommt. Erachte alles für eitel, was ein Geschöpf dir an Trost bietet. Eine Seele, die Gott liebt, verschmäht alles, was weniger ist als Gott. Gott allein, der Ewige, Unermessliche, der alles erfüllt, ist der Seele Trost und des Herzens wahre Freude. Kapitel 6 Die Freude eines guten Gewissens. Der Ruhm eines guten Menschen ist das Zeugnis eines guten Gewissens. Sorge für ein gutes Gewissen und du wirst immer Freude haben. Ein gutes Gewissen kann sehr viel ertragen und ist mitten im Ungemach volle Freude. Ein böses Gewissen ist immer furchtsam und unruhig. Sanft wirst du ruhen, wenn dein Herz dir keine Vorwürfe macht. Freue dich nur dann, wenn du Gutes getan hast. Die Bösen verkosten niemals wahre Freude. Sie kennen keinen inneren Frieden. Denn so spricht der Herr: Es gibt keinen Frieden für die Frevler. Und wenn sie sagen: Wir haben Frieden, es wird kein Unglück über uns kommen. Und
Wer will es wagen, uns zu schaden? Glaub es ihnen nicht. Denn plötzlich wird der Zorn Gottes hereinbrechen. Ihre Taten werden zu nichts und ihre Gedanken werden vergehen. In der Trübsal sich rühmen, fällt dem, der die Liebe hat, nicht schwer. Denn das ist nichts anderes als ein sich rühmen im Kreuze des Herrn. Kurz währt der Ruhm, den Menschen geben und empfangen. Dem Ruhm der Welt ist stets die Trauer als Begleiterin gegeben. Die Ehre der Guten ruht in ihrem Gewissen, nicht im Munde der Menschen. Die Freude der Gerechten ist aus Gott und in Gott, und ihre Fröhlichkeit quillt aus der Wahrheit. Wenn es nach dem wahren, ewigen Ruhm verlangt, kümmert sich nicht um den zeitlichen. Wer aber zeitlichen Ruhm sucht oder ihn nicht von Herzen verachtet, ist der Geringschätzung des himmlischen Ruhmes überführt. Eine große Ruhe des Herzens besitzt, wer sich weder aus dem Lobe noch aus dem Tadel etwas macht. Leicht zufrieden und beruhigt ist, wer ein reines Gewissen hat. Du bist nicht heiliger, wenn du gelobt, und nicht schlechter, wenn du getadelt wirst. Wie du bist, so bist du, und kein Wort macht dich größer, als du nach dem Zeugnis Gottes bist. Wenn du darauf achtest, was du innerlich bist, wird es dich nicht kümmern, was die Menschen über dich reden. Der Mensch sieht ins Gesicht, Gott aber ins Herz. Der Mensch achtet auf die Taten, Gott aber wägt die Absichten. Immer recht handeln und wenig von sich halten, ist das Kennzeichen einer demütigen Seele. Von keinem Geschöpf Trost empfangen wollen, ist das Merkmal großer Lauterkeit und innere Zuversicht. Wer für sich kein äußeres Zeugnis begehrt, gibt zu verstehen, dass er sich gänzlich Gott allein anheimgegeben hat. Denn nicht wer sich selbst empfiehlt, ist bewährt, sondern wen Gott empfiehlt, sagt der heilige Paulus. Im Inneren mit Gott wandeln und im Äußeren keinem Trieb verhaftet sein, das macht den innerlichen Menschen aus. Kapitel 7. Die uneingeschränkte Liebe zu Jesus. Selig, wer begreift, was es ist, um die Liebe zu Jesus und um die Verachtung seines Selbst um Jesu willen.
Man muss das, was man liebt, verlassen um dessen Willen, den man einzig liebt. Denn Jesus will allein über alles geliebt sein. Die Liebe zum Geschöpf ist trügerisch und unstet. Die Liebe zu Jesus treu und unerschütterlich. Wer dem Geschöpfe anhängt, fällt mit dem Hinfälligen. Wer aber Jesus umfängt, bleibt stark in Ewigkeit. Liebe den wie deinen Freund, der, wenn sich alle von dir zurückziehen, dich nicht verlässt. Er duldet nicht, dass du am Ende zugrunde gehst. Von allem musst du dich einmal trennen, ob du willst oder nicht. Halte dich im Leben und im Sterben an Jesus und überlass dich seine Treue, der, wenn alle versagen, dir allein helfen kann. Es ist die Art deines Geliebten, dass er keinen anderen duldet. Er will dein Herz allein besitzen und wie ein König auf seinem ihm eigenen Throne herrschen. Wenn du es verständest, dich von jedem Geschöpf loszulösen, würde Jesus gern bei dir wohnen wollen. Du kannst fast alles als verloren betrachten, was immer du nicht auf Jesus, sondern auf Menschen gebaut hast. Setz dein Vertrauen doch nicht auf ein schwankes Rohr und stütze dich nicht darauf. Jeder Mensch gleicht dem Grase. Wie eine Grasblüte fällt all seine Helligkeit ab. Du siehst dich bald betrogen, wenn du die Menschen nur nach ihrer äußeren Erscheinung beurteilst. Wenn du nämlich deinen Trost und Vorteil nur in anderen suchst, wirst du oft nur Schaden erleiden. Suchst du in allem Jesus, so wirst du ihn auch sicher finden. Suchst du aber dich selbst, so wirst du dich selbst finden, doch zu deinem Verderben. Denn wenn der Mensch nicht Jesus sucht, schadet er sich selbst weit mehr, als die ganze Welt und alle Feinde es vermögen. Kapitel 8 Vertraute Freundschaft mit Jesus. Ist Jesus da, ist alles gut und nichts erscheint schwierig. Ist er aber fern, so ist alles hart. Spricht Jesus nicht in uns, ist alle Trost nichts wert. Spricht Jesus aber nur ein Wort, so empfinden wir tiefen Trost. Stand Maria Magdalena nicht sofort auf von der Stelle,
wo sie weinte, als Martha ihr sagte, der Meister ist da und ruft dich. Glückselige Stunde, wenn Jesus von den Tränen weg zu Freude des Geistes ruft. Wie trocken, wie hart bist du ohne Jesus. Wie töricht und eitel, wenn du außer Jesus noch etwas verlangst. Ist das nicht ein größerer Schaden, als büßtest du die ganze Welt ein? Was kann die Welt dir bieten ohne Jesus? Ohne Jesus sein ist eine entsetzliche Hölle. Mit Jesus sein ein liebliches Paradies. Wenn Jesus mit dir ist, kann kein Feind dir schaden. Wer Jesus findet, findet einen wertvollen Schatz, ja ein Gut über alle Güter. Wer Jesus verliert, verliert allzu viel, ja mehr als die ganze Welt. Bettelarm ist, wer ohne Jesus lebt. Überaus reich hingegen, wer gut mit ihm steht. Eine große Kunst ist es zu verstehen, wie man mit Jesus umgeht. Und eine große Klugheit ist es zu wissen, wie man ihn an sich fesselt. Sei demütig und friedfertig und Jesus wird mit dir sein. Sei hingegeben und ruhig und Jesus wird bei dir bleiben. Du kannst ihn schnell verjagen und seine Gnade verlieren, du brauchst dich nur ins Äußere zu verlieren. Bist du ihm aber entflohen und hast du ihn verloren, wohin willst du dich dann flüchten, wen zum Freunden erwählen? Ohne Freund kannst du nicht wohl leben. Und wenn Jesus nicht dein Freund vor allen Freunden ist, wirst du tief traurig und trostlos. Du begehst eine Torheit, wenn du auf einen anderen vertraust und bei ihm Freude suchst. Er macht dir die Welt zum Feinde, als dass du Jesus beleidigst. Unter allen, die dir lieb sind, sei Jesus allein der, den du mit Vorzug liebst. Alle soll man lieben um Jesu willen, Jesus aber um seinen Selbst willen. Jesus Christus allein darf man in einzigartiger Weise lieben, denn er allein übertrifft alle Freunde an Gutheit und Treue. Um seinetwillen und in ihm sind dir alle Freunde und Feinde teuer. Für sie alle bete, dass jeder ihn erkennt und liebt. Wünsche niemals besonderes gelobt und geliebt zu werden, denn das kommt Gott allein zu, der seinesgleichen nicht hat. Entsage auch dem Wunsche, dass sich einer mit dir in seinem Herzen beschäftige, und auch du gib dem liebvollen Gedanken an einem anderen nicht zu viel Raum, sondern Jesus sei in dir und in jedem guten Menschen. Sei innerlich rein und frei und lass dich von keinem Geschöpf gefangen nehmen. Biete Gott allein ein von allem losgelöstes, reines Herz dar,
dann wirst du Ruhe finden und schauen, wie lieb der Herr ist. Aber niemals wirst du das erreichen, wenn seine Gnade dir nicht zuvorkommt und dich einwärts zieht, damit du alle Dinge ganz und gar ledig, allein, mit dem Alleinen verbunden seist. Denn sobald sich die Gnade Gottes dem Menschen mitteilt, vermag er alles. Verlässt sie ihn aber, dann ist er arm und schwach und wie den Geißelhieben überantwortet. Das darf ihn allerdings nicht niederwerfen und zu Verzweiflung bringen. Vielmehr muss er gleichmütig zum Willen Gottes stehen und alles, was ihn überkommt, zur Ehre Jesus ertragen. Denn auf den Winter folgt der Sommer, auf die Nacht der Tag, auf den Sturm die große, heitere Stille. Kapitel 9. Wenn du trostlos und verlassen bist. Es ist nicht schwer, menschlichen Trost zu verachten, wenn uns der göttliche gegeben ist. Groß ist es, ja sehr groß, auf menschlichen und göttlichen Trost verzichten zu können und zur Ehre Gottes gern die Verbannung des Herzens zu ertragen, in keiner Weise sich selbst zu suchen und auf die eigenen Verdienste zu sehen. Was ist es Großes, heiter und andächtig zu sein beim Kommen der Gnade? Alle begrüßen diese Stunde. Wirklich, eine angenehme Fahrt, wenn die Gnade Gottes uns trägt. Was Wunder, wenn der, der vom Allmächtigen getragen und vom höchsten Führer geleitet wird, gar keine Last spürt. Wir haben gern etwas Trost und nur schwer entäußert sich der Mensch seines Selbst. Der heilige Märtyrer Laurentius siegte mit seinem Presbyter über die Welt. Weil er den Reiz der Welt verachtete und um der Liebe Christi willen gern ertrug, dass ihm Papst Sixtus, den er über alles liebte, genommen wurde. Mit der Liebe zum Schöpfer überwand er die Liebe zum Menschen und dem irdischen Trost zog er das göttliche Wohlgefallen vor. So lern auch du den Verzicht auf einen unentbehrlichen, lieben Freund und nimm es nicht gar zu schwer, wenn er dich im Stich lässt. Du weißt, dass wir uns alle einmal voneinander trennen müssen. Viel und lange muss der Mensch mit sich selbst kämpfen, bis er lernt, sich selbst völlig zu besiegen und seine ganze Liebe auf Gott zu lenken. Solange der Mensch auf sich selbst baut, gibt er leicht seinem Verlangen nach Menschentrost nach. Wer aber Christus
wahrhaft liebt und eifrig nach Tugend strebt, verfällt nicht auf Tröstungen und verlangt nicht nach solchen fühlbaren Andachtszuständen. Lieber nimmt er um Christi willen neben strengen Übungen noch harte Arbeiten auf sich. Wenn Gott dir aber geistlichen Trost gewährt, so nimm ihn mit Dank an. Sieh aber in ihm ein Geschenk Gottes, nicht dein Verdienst. Überhebe dich nicht, freue dich nicht zu sehr und hüte dich vor eitler Anmaßung. Sei vielmehr um der Gabe willen umso demütiger, vorsichtiger und gewissenhafter in allen deinen Handlungen. Denn jene Stunde geht vorüber und die Versuchung wird folgen. Ist der Trost dir entzogen, verzweifle nicht gleich. Ertrage es in Demut und Geduld und warte auf die himmlische Heimsuchung. Denn Gott hat die Macht, dir noch mehr Trost wieder zu schenken. Denen, die Gottes Wege kennen, ist das nicht neu noch fremd. Selbst die großen Heiligen und die alten Propheten haben einen solchen Wechsel erfahren. Darum sprach einer, den die Gnade trug, das Wort: Ich sprach, als ich von der Gnade überfloss, das Wort: Ich werde in Ewigkeit nicht wanken. Was er aber in sich erlebte, als ihn die Gnade verlassen hatte, fügte er mit den Worten hinzu: Du hast dein Antlitz von mir abgewendet, und ich geriet in Verwirrung. Gleichwohl verzweifelte er in dieser Lage nicht. Er bat Gott nur umso inständiger und sprach: Zu dir, o Herr, zu meinem Gott flehe ich. Endlich erntete er die Frucht seiner Bitten und bezeugt, dass er erhört ist. Der Herr hat mich erhört und sich meine erbarmt. Der Herr ist mein Helfer geworden. Aber worin? Du hast meine Trauer in Freude verwandelt und mich mit Freude umgürtet. Wenn es so denn großen Heiligen erging, dann sollten wir arme und schwache Menschen nicht verzweifeln, falls wir bald in Glut, bald in Kälte stehen. Denn der Geist Gottes kommt und geht, wie er will. Deshalb sprach der selige Hiob: Du kommst über ihn bei Morgengrauen und stellst ihn plötzlich auf die Probe. Worauf kann ich also bauen? Auf wen darf ich mein Vertrauen setzen, wenn nicht einzig und allein auf die große Barmherzigkeit Gottes und die Erwartung der Gnade des Himmels? Denn mögen auch gute Menschen um mich sein, fromme Brüder und treue Freunde, heilige Bücher und schöne Schriften, traute Lieder und Hymnengesänge, alles dieses hilft mir nur wenig und schmeckt mir nicht recht, wenn ich von der Gnade verlassen und meine eigenen inneren Armut überlassen bin. Dann gibt es kein besseres Heilmittel als Geduld und Selbstverleugnung im Willen Gottes. Ich habe noch nie einen so frommen innerlichen Menschen gefunden, der nicht zuweilen die Entziehung der Gnade oder eine Abnahme des glühenden Eifers erfahren hatte. Kein Heiliger
wurde so hoch erhoben, so hell erleuchtet, der nicht früher oder später Versuchungen erlitten hätte. Denn keiner ist würdig, in die erhabene Beschauung Gottes einzutreten, der nicht von Gott durch Trübsal geprüft wäre. Die Versuchung pflegt das Vorzeichen einer nachfolgenden Tröstung zu sein. Wer siegt, heißt es, dem werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens. Die geistliche Tröstung wird gegeben, dass der Mensch mehr Kraft zum Ertragen der Leiden erhalte. Und es folgt wieder die Versuchung, damit sich der Mensch nicht des Guten wegen überhebe. Der Teufel schläft nicht und der Leib ist noch nicht tot. Deshalb rüste dich ständig zum Kampfe. Denn zu deiner Rechten und Linken stehen die Feinde, die nimmer ruhen. Kapitel 10 Dankbarkeit für Gottes Gnade. Warum suchst du Ruhe, wo du doch zur Arbeit geboren bist? Mache dich mehr auf die Übung der Geduld als auf Tröstungen, mehr auf das Kreuztragen als auf Freude gefasst. Wer in der Welt nehme nicht gern Tröstungen und geistliche Freuden entgegen, wenn er sie immer haben könnte. Die geistlichen Tröstungen übertreffen alle Freude der Erde und alle Sinnenfreuden. Denn alle weltlichen Vergnügungen sind eitel oder unedel. Die geistigen Freuden allein beglücken und adeln. Sie entsprießen den Tugenden und sind den reinen Seelen von Gott eingegossen. Doch diese geistlichen Tröstungen kann niemand ständig nach seinem Belieben genießen, da die Zeit der Versuchung schnell wiederkehrt. Ganz stark aber stehen der himmlischen Heimsuchungen die falsche Freiheit des Geistes und das große Selbstvertrauen entgegen. Gott handelt gut, indem er uns die Gnade der Tröstung schenkt. Der Mensch aber handelt schlecht, wenn er nicht mit Dank alles Gott zurückerstattet. Deshalb können die Ströme der Gnade uns nicht zufließen. Wir wissen dem Spender keinen Dank und lassen nicht alles zum Urquell zurückfließen. Die Gnade ist nämlich immer dem zugedacht, der in würdiger Weise für sie dankt. Dem Hochmütigen aber wird genommen, was dem Demütigen geschenkt zu werden pflegt. Ich will keinen Trost, der mir die Zerknirschung nimmt. Ich begehre nicht nach einer Beschauung, die zum Hochmut führt. Denn nicht alles Hohe ist heilig, nicht alles Angenehme gut, nicht jedes Verlangen rein und nicht alles, was als wertvoll gilt, ist Gott wohlgefällig.
aber gern nehme ich die Gnade an, die mich demütiger und gottesfürchtiger macht und bereiter, mich selbst zu verlassen. Wer durch das Geschenk der Gnade und durch die Zuchtroute der Entziehung der Gnade belehrt wurde, wird nicht wagen, sich irgendetwas Gutes zuzuschreiben. Vielmehr wird er seine Armut und seine Blöße offen eingestehen. Gib Gott, was Gottes ist, und schreibe dir zu, was dein ist. Das heißt, danke Gott für die Gnade, dir allein aber sprich die Schuld und die dafür verdiente Strafe zu. Setz dich immer zu unterst und du wirst den obersten Platz erhalten. Denn das Oberste besteht nicht ohne das Unterste. Die größten Heiligen vor Gott sind in ihren Augen die geringsten. Je herrlicher ihr Ruhm, umso demütiger sind sie in ihren eigenen Augen. Voll von Wahrheit und himmlischer Glorie begehren sie keinen eitlen Ruhm. In Gott gegründet und gefestigt können sie sich nicht überheben. Die alles, was sie Gutes empfangen haben, Gott zuschreiben, suchen von anderen keinen Ruhm. Sie wollen einzig nur die Ehre, die von Gott kommt, und wünschen, dass Gott in ihnen und in allen Heiligen über alles gelobt werde. Nur dieses eine Begehren kennen sie. Sei also dankbar auch für das Kleinste, und du wirst des Größeren gewürdigt. Das Geringste gelte dir für ein Größtes, und das Meistverachtete sei dir eine besondere Gabe. Wenn du auf die Würde des Gebers siehst, wird dir kein Geschenk geringfügig und wertlos erscheinen. Was Gott, der Allerhöchste, dir schenkt, kann nicht gering sein. Auch wenn er Strafen und Schläge austeilt, muss man ihm danken, da er alles, was er über uns kommen lässt, zu unserem Heile wendet. Wer Gottes Gnade behalten will, sei dankbar für die empfangene Gnade und bleibe geduldig, wenn sie ihm entzogen wird. Er bete, dass sie zurückkehre, sei behutsam und demütig, dass er sie nicht verliere. Kapitel 11. Nur wenige lieben das Kreuz Christi. Jesus hat jetzt viele, die sein himmlisches Reich lieben, aber wenige, die sein Kreuz tragen wollen. Viele, die nach seinem Trost verlangen. Wenige, die Leiden begehren. An seinem Tische findet er Gäste genug, bei seinem Fasten aber nur wenige. Alle möchten sich mit ihm freuen, wenige nur wollen etwas für ihn leiden.
Viele folgen Jesus bis zum Brechen des Brotes, wenige bis zum Trinken des Leidenskelches. Viele verehren seine Wunder, wenige teilen sich mit ihm in die Schmach des Kreuzes. Viele lieben Jesus, solange ihnen nichts Widriges begegnet. Viele loben und preisen ihn, solange sie einige Tröstungen von ihm empfangen. Wenn sich aber Jesus verbirgt und sich nur ein wenig von ihnen zurückzieht, verfallen sie in Klagen oder in große Trauer. Die aber Jesus um Jesu willen lieben und nicht um selber Tröstungen zu empfangen, preisen ihn ebenso in jeder Not und inneren Verlassenheit als in der erquickendsten Tröstung. Ja, wenn er ihnen niemals Trost spenden sollte, sie würden ihn dennoch allzeit loben und ihm immer Dank sagen wollen. Wie viel vermag doch die reine Liebe zu Jesus, die keinen Eigennutz und keine Eigenliebe kennt? Müssen sie nicht alle als Lohnknechte angesehen werden, die immer nach Tröstungen haschen? Und wenn sie immer auf ihren Vorteil und Gewinn bedacht sind, beweisen sie nicht, dass sie mehr sich selbst als Christus suchen. Wo findet man einen Menschen, der Gott unentgeltlich dienen möchte? Selten wird einer so innerlich erfunden, dass er von allem entblößt wäre. Denn einen Menschen, der wahrhaft arm im Geiste und von allem Geschöpflichen losgelöst ist, wer wird ihn finden? Weiter und von den äußersten Grenzen ist sein Wert. Gebe der Mensch all sein Vermögen, es wäre nichts. Und übte große Buße, es wäre noch nicht viel. Wenn er sich ein umfassendes Wissen erwürbe, so wäre er noch weit vom Ziele und hätte große Tugendkraft und besonders glühende Hingabe erreicht, es fehlte ihm noch viel, nämlich das eine, was ihm am allermeisten Not tut. Und das ist, dass nachdem er alles verlassen hat, er nun auch sich selbst verlasse und ganz aus sich herausgehe und nicht einmal einen Rest von Eigenliebe zurückbehalte. Und wenn er alles getan hat, was er als seine Pflicht erkannt hat, möge er sich vorkommen, als habe er nichts getan. Er denke bescheiden von dem, was etwa hoch eingeschätzt werden könnte, und bekenne ehrlich, dass er nach dem Wort der ewigen Wahrheit nur ein unnützer Knecht ist. Wenn ihr alles getan habt, was euch geboten war, so spricht: Wir sind unnütze Knechte. Dann kann er wahrhaft arm und entblößt im Geiste mit dem Propheten sprechen: Ich bin einsam und arm. Dennoch ist niemand reicher, niemand mächtiger, niemand freier als der, der es versteht, sich selbst und die ganze Welt zu verlassen und sich zu unterst zu setzen.
Kapitel 12. Der königliche Weg des Heiligen Kreuzes. Hart erscheint vielen das Wort. Verleugne dich selbst, trag dein Kreuz und folge Jesus nach. Aber weit härter wird sich jenes letzte Wort anhören: Weichet von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Wer nämlich jetzt das Wort vom Kreuz willig anhört und befolgt, braucht nicht zu fürchten, dass er einmal das Wort von der ewigen Verdammnis zu hören bekommt. Dieses Zeichen des Kreuzes wird am Himmel sein, wenn der Herr zum Gericht kommt. Dann werden alle Diener des Kreuzes, die sich dem Gekreuzigten im Leben gleichförmig gemacht haben, mit großer Zuversicht vor Christus, dem Richter, erscheinen. Was fürchtest du also, das Kreuz auf dich zu nehmen, durch das man in den Himmel eingeht? Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuze Schutz vor den Feinden, Mitteilung himmlischen Trostes, Stärke des Geistes, seelische Kraft, Freude des Geistes. Im Kreuze liegt der Inbegriff der Tugend, die vollendete Heiligkeit. Es gibt kein Heil der Seele und keine Hoffnung ewigen Lebens außer im Kreuze. Trag also dein Kreuz, folge Jesus und du wirst ins ewige Leben eingehen. Er ging dir mit dem Kreuze voran und starb für dich am Kreuze, damit auch du dein Kreuz tragest und am Kreuze zu sterben verlangest. Denn wenn du mit ihm gestorben bist, wirst du auch mit ihm leben. Und wenn du Teil hattest an der Pein, wirst du auch teilhaben an seiner Herrlichkeit. Siehe, alles gründet im Kreuze und am Sterben ist alles gelegen. Es gibt keinen anderen Weg zum Leben und zum wahren inneren Frieden als den Weg des Heiligen Kreuzes und der täglichen Selbstüberwindung. Wo du auch gehst und was immer du suchst, du wirst weder oben einen Weg finden, der vollkommene wäre, noch unten einen Weg, der sicherer wäre als der Weg des Heiligen Kreuzes. Ordne und regle alles, wie du es gern hast und wie du für gut findest. Du wirst sehen, dass du immer etwas leiden musst, ob es dir recht ist oder nicht. Immer wirst du das Kreuz finden. Denn entweder hast du körperlich zu leiden oder du fühlst dich seelisch bedrängt. Einmal weißt du dich von Gott verlassen, ein andermal vom Nächsten geplagt. Und was noch mehr bedeutet, oft bist du dir selber zu Last. Trotzdem gibt es kein Heilmittel und keinen Trostgedanken, der dich davon befreien oder dir die Last erleichtern könnte. Du musst es schon tragen,
solange Gott will. Gott will nämlich, dass du lernst, Trübsal ohne Trost zu ertragen. Du sollst dich ihm ganz unterwerfen und durch das Leid in der Demut wachsen. Niemand geht so tief erfindend in das Leiden Christi ein, als der, dem ein ähnliches Leid beschieden ist. Das Kreuz steht also immer bereit. Es erwartet dich überall. Du kannst ihm nicht entfliehen, wohin immer du gehst. Wo du auch bist, du bringst dich immer selbst mit und wirst dich selbst finden. Wende dich nach oben, wende dich nach unten, wende dich nach außen, wende dich nach innen. In allem findest du das Kreuz. Und überall musst du die Geduld bewahren, wenn du inneren Frieden haben und dir die ewige Krone verdienen möchtest. Trägst du das Kreuz gern, dann trägt es dich und wird dich zum ersehnten Ziel führen, dorthin, wo das Leiden ein Ende hat. Das ist freilich hier niedern nicht der Fall. Trägst du das Kreuz ungern, so belastest du dich noch mehr und aushalten musst du trotzdem. Wirfst du ein Kreuz ab, wird dir ohne Zweifel ein anderes begegnen, das vielleicht noch schwerer zu tragen ist. Glaubst du, du könntest ihm entgehen? Noch kein Sterblicher hat es fertiggebracht. Welche Heilige hat in dieser Welt ohne Kreuz und Leid gelebt? Nicht einmal Jesus Christus, unser Herr, war zeitlebens auch nur eine Stunde ohne Schmerz und Leid. Christus, sagt die Schrift, musste leiden, von den Toten auferstehen und so in seine Herrlichkeit eingehen. Wie kannst du einen anderen Weg suchen als diesen Königsweg des Heiligen Kreuzes? Das ganze Leben Christi war Kreuz und Martyrium, und du suchst Ruhe für dich und Freude. Du irrst, ja, du irrst, wenn du etwas anderes suchst als Leid und Trübsal. Denn dieses ganze sterbliche Leben ist voll des Elends und ringsum mit Kreuzen bezeichnet. Und je weiter eine im Leben des Geistes voranschreitet, umso schwerer sind oft die Kreuze, die ihm begegnen, weil die Pein seiner Verbannung mit seiner Liebe wächst. Gleichwohl lebt der so vielfach geprüfte Mensch nicht ohne den erleichternden Trost. Er sieht, dass ihm das ruhige, getragene Kreuz einen sehr reichen Gewinn einbringt. Indem er sich ihm willig unterwirft, wandelt sich die ganze Last der Trübsal in die Zuversicht, dass ihm der göttliche Trost geschenkt werde. Je mehr der Leib durch die Heimsuchung geschwächt wird, umso mehr wird der Geist von innen durch die Gnade gestärkt. Ja, manchmal zieht er aus den Leiden und Kreuzen eine solche Kraft, dass er, um dem gekreuzigten Christus in der Liebe gleichförmig zu werden, nicht mehr ohne Schmerz und Trübsal sein möchte. Er ist nämlich überzeugt, dass Gott ihn umso lieber hat, je mehr und je schweres er für ihn ertragen konnte.
Doch ist das nicht die Kraft des Menschen, sondern die Gnade Christi, die in einem gebrechlichen Geschöpf solche Leistungen zustande bringt. Wovor er von Natur aus zurückgeschreckt und was er flieht, an das macht er sich in der Glut des Geistes heran und umfängt es mit Liebe. Es liegt dem Menschen nicht, ein Kreuz zu tragen, das Kreuz zu lieben, den Leib zu züchtigen und in Dienstbarkeit zu bringen, die Ehre zu fliehen und Beleidigungen gern hinzunehmen, sich selbst zu verachten und zu wünschen, dass man verachtet werde, alles Widrige mit seinen nachteiligen Folgen zu erdulden und in dieser Welt kein Verlangen nach Glück und Wohlergehen zu tragen. Wenn du auf dich selbst zählst, wirst du nichts von alledem zustande bringen. Vertraust du aber auf Gott, dann wird die Kraft des Himmels dir zuströmen und du wirst Herr werden über die Welt und den Leib. Ja, selbst den teuflischen Feind wirst du nicht zu fürchten haben, wenn du die Waffenrüstung des Glaubens trägst und mit dem Kreuze Christi bezeichnet bist. Rüste dich, das Kreuz deines Herrn, der sich aus Liebe zu dir hat gekreuzigen lassen, wie ein guter und getreuer Knecht Christi mannhaft zu tragen. Bereite dich in diesem elenden Leben vielerlei Drangsal zu ertragen. Denn das wird dein Los sein, wo du auch weilst, und das wirst du finden, wo du dich auch verbirgst. Es muss so sein, und es gibt kein Mittel, der Drangsal des Elends und dem Schmerz zu entrinnen, als sich zu gedulden. Trinke den Kelch des Herrn mit Freuden, wenn du sein Freund sein und mit ihm Gemeinschaft haben willst. Die Tröstungen überlass Gott. Er mag es mit ihnen halten, wie es ihm gefällt. Du aber bereite dich, Trübsale zu erdulden und diese als ganz erquickende Tröstungen anzusehen. Denn die Leiden dieser Zeit reichen nicht aus, die künftige Herrlichkeit mit ihnen zu verdienen, auch dann nicht, wenn du allein das ganze Leid auf dich nehmen könntest. Hast du es einmal so weit gebracht, dass du die Trübsal um Christi willen als eine willkommene, schmackhafte Gabe empfindest, dann sei überzeugt, dass es gut um dich steht. Dann hast du den Himmel auf Erden gefunden. Solange dir aber das Leiden schwer fällt und du ihm zu entfliehen suchst, solange steht es schlecht um dich. Die Flucht vor der Trübsal wird dir überallhin folgen. Bist du bereit zum Leiden und Sterben, wie es deine Aufgabe ist, wird es schnell besser mit dir und du wirst Frieden finden. Wärest du auch mit Paulus in den dritten Himmel entrückt, so würdest du deshalb nicht vor jedem Leid bewahrt bleiben. Ich, spricht Jesus, werde ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Das Leid bleibt also dein Anteil, wenn du Jesus lieben und ihm allezeit dienen willst. Dass du doch würdig wärst, für den Namen Jesu etwas zu leiden. Welche Ehre brächte es dir? Welche Freude allen Heiligen Gottes
und welche Erbauung dem Nächsten. Denn alle empfehlen die Geduld, aber nur wenige wollen sie üben. Es ist nicht mehr als recht, dass du gern etwas für Christus leidest, da viele weit schweres Leid für die Welt auf sich nehmen. Sei fest überzeugt, du musst deinen Lebensweg als ein Sterbender gehen. Je mehr einer sich selbst stirbt, desto mehr beginnt er für Gott zu leben. Niemand ist befähigt, himmlische Dinge zu fassen, der sich nicht demütig entschließt, für Christus ein Kreuz zu tragen. Nichts ist Gott wohlgefälliger, nichts dir heilsamer in dieser Welt, als willig für Christus zu leiden. Wenn du die Wahl hättest, solltest du eher wünschen, Widriges für Christus zu leiden, als mit vielen Tröstungen erquickt zu werden. So wärest du Christus ähnlicher und allen Heiligen gleichförmiger. Unser Verdienst und der Fortschritt in unserem Stande bestehen nicht in lauter Annehmlichkeiten und Tröstungen, sondern in vielem Ungemach und Leid, das wir tragen. Gäbe es für die Menschen einen besseren und vorteilhafteren Weg zum Heile, als Leiden zu tragen, Christus hätte ihn sicher durch Wort und Beispiel gezeigt. Denn sowohl seine Jünger, die ihm folgten, als alle jene, die ihm folgen wollen, mahnte er laut und verständlich. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, trage sein Kreuz und dann folge er mir. Nachdem wir also alles überdacht und erwogen haben, ist dies der Wort der letzte Sinn, dass wir durch viele Trübsale eingehen müssen in das Gottesreich. Musik.